The Man, the Myth, the Legend, Andi, Derry. Servus. So, jetzt haben wir es endlich einmal in echt geschafft, dass wir mal zusammenkommen. Du warst jetzt schon zweimal in meinem Podcast, dementsprechend megamäßig geil. Andi, warum bin ich heute bei dir? Wir haben unseren 5. Länderpokal und freuen uns auf deine Teilnahme. Sehr schön. Auf mich habt ihr gewartet fürs 5. Mal. Absolut. Genau, also heute haben wir eben morgen haben wir Wettkampftag, heute ist Freitag. Heißt, am Samstag haben wir jetzt Wettkampftag. Wie bist eigentlich du immer zu dem Ganzen gekommen, Andi, dass du das mitveranstaltest? War eigentlich nach meinem Comeback, wo ich immer wieder probiert habe, nach meiner Rückenverletzung, wollte ich irgendwas Cooles, Eigenes machen und war in der Zeit doch mehr im Funktionärsbereich unterwegs. Und so die Grundidee war, dass man, für uns Vorarlberg ist es extrem schwierig, immer auf Wien oder Niederösterreich oder so zu fahren, dass man irgendwas in der Nähe hat. Dann wollten wir im Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, irgendeinen Wettkampf machen, wo alle zusammenkommen können. Und aufgrund von dem ist der Länderpokal eigentlich entstanden. Mhm. Und das ist jetzt sozusagen der 5. Länderpokal? Genau, das ist jetzt das 5. Mal, wo wir ihn ausführen. 2017 war der erste. 2018, sorry. Mhm. Das ist jetzt der 5. Okay, also seit 2018 gibt es den eigentlich. Hast du das gemerkt, dass bei euch Corona schwer war die letzten Jahre? Also 2020 war ja quasi so die erste große Corona-Welle. Mhm. Dann haben wir den Wettkampf gehabt und haben dann zum Glück im Juli das durchführen können und haben dann wirklich ein riesengroßes Starterfeld gehabt, viel größer als die Jahre davor. Und 2021 war es dann dasselbe. Da waren wir dann innerhalb von 10 Minuten ausgebucht und wir wollten eigentlich nur 45 Starter zulassen und waren dann innerhalb kürzester Zeit durch 50, haben dann einigen Teams sogar absagen müssen. Und insofern hat sich der Länderpokal in eine richtig coole Richtung entwickelt. Trotz Corona oder vielleicht auch dank Corona, weil wir einer der wenigen Wettkämpfe waren, die dann in der Zeit wirklich stattgefunden sind. Aber für den Rest Powerlifting in Österreich war natürlich Corona nicht so optimal, weil da die meisten Wettkämpfe eben im März, April oder eben im Herbst stattfinden. Mhm. Ja, also was ich jetzt immer so mitbekommen habe die letzte Zeit, dass eigentlich trotzdem der Länderpokal sehr, sehr angesehen wird jetzt schon in Österreich, gell? Absolut, also wir haben vor allem die letzten zwei Jahre ein Starterfeld gehabt, wo die Top 10 in der Relativwertung nicht viel schlechter waren als die Top 10 bei einer österreichischen Meisterschaft. Mhm. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders, weil die internationalen Wettkämpfe einfach so liegen, dass der Länderpokal, zumindest jetzt wie er im Herbst ist, nicht in die Planung passt. Dadurch haben wir dieses Jahr leider nicht ganz so viele international starke Starter, aber nichtsdestotrotz haben wir viele andere coole, gute Starter, vor allem auch wieder neue Starter und freuen uns trotzdem auf einen coolen Wettkampf. Mhm. Na, freue mich auf jeden Fall morgen sehr, sehr drauf. Ihr habt das Ganze auf zwei Gruppen aufgeteilt. Genau, ja. Wie viele Teams habt ihr pro Gruppe und wie viele Leute sind in einem Team? In einem Team sind immer drei Starter. Da ist unabhängig Gewichtsklasse, Geschlecht, was auch immer. Das geht einfach nach den IPF-Points, werden die zusammengezählt. Und die Gruppen sind jetzt geteilt in 20 Vormittag, ungefähr 20 Nachmittag. Mit den Absagen werden sie ein bisschen weniger. Werden so im Bereich 17, 18 sein am Nachmittag. Vormittag haben wir ganze 20. Mhm. Und ja. Also schon einiges an Leute. Und kommen die meistens einfach so auf euch zu oder habt ihr da noch irgendwelche Maßnahmen, dass ihr an Leute kommt, an neue Starter oder so? Also inzwischen hat der Länderpokal recht einen Namen, dadurch melden sich die Leute eher automatisch. Aber unser Marketingchef, der Matthias, der hat da extrem coole Tricks drauf, wie man das ganz gut verbreiten kann über bezahlte Werbung oder normale coole Posts oder was auch immer. So durch wird es eigentlich ganz gut in der Powerlifting-Welt verbreitet. Mhm. Dieses Jahr haben wir eine kleine Offensive gestartet, dass wir die Schweizer Teams bewusst angeschrieben haben, weil wir die letzten Jahre eher weniger Schweizer gehabt haben. Und mit Erfolg, jetzt haben wir endlich wieder ein Schweizer Team. Und auch, ja, in die Richtung probieren wir natürlich auch aktiv an die Athleten heranzugehen. Bei euch ist es ja auch relativ cool, weil ihr habt ja dieses Kamerateam Dedicated Sports bei euch. Ja. Und die machen halt brutal gute Videos bzw. Fotos, die was natürlich hier auch für sowas verwendet, oder? Genau, ja. Also Dedicated Sports haben wir auch mehr oder weniger seit Anfang dabei. Mhm. Die unterstützen uns da, die sind auch immer professioneller geworden. Sie haben Equipment im Bereich von 100.000 Euro plus sich besorgt, haben dadurch wirklich High-Quality-Sachen, sind auch absolute Experten in dem Bereich. Das heißt, sowohl was Fotos, was auch Videos angeht und vor allem auch das Livestreaming ist auf einem extrem hohen Level. Mhm. Am Anfang war das Level ein bisschen zu hoch, dass so mit WLAN-Übertragung und so weiter das Ganze dann nicht mehr ganz nachgekommen ist oder die Geräte überhitzt waren, aber inzwischen haben sie das auch alles im Griff und sind wirklich, wir sind sehr froh, dass wir die immer an Bord haben und sie regelmäßig zu uns kommen. Also genauso wie bei uns hier die Kamera mit 100.000 Euro Equipment. Ja, noch nicht ganz, aber vielleicht kommt noch mal, schauen wir mal. Na, aber also wirklich megamäßig cool und freue mich auch da schon richtig drauf.
wenn du jetzt schaust, okay, die meisten Leute, die was jetzt zu euch auf einen Wettkampf kommen, das sind ja von Beginner bis fortgeschrittene Rennen hin und her. Würdest du sagen, dass Powerlifting generell eine Kraftsportart ist, die was gut oder eher schlecht für den Alltagsmensch ist? Also wenn man jetzt so mit anderen Sportarten vergleicht, ist die Verletzungsrate im Powerlifting extrem gering. Mhm. Das, was man im Powerlifting halt sieht, sind so permanente Überlastungen. Die haben da aber weniger das Problem der Sportart an sich, sondern eher des Menschen, der sie betreibt, ja. Also meiner Meinung nach. Und Krafttraining an sich ist für viele Sachen extrem wichtig. Also man hat immer so im Blick, so quasi Muskulatur schützt die Gelenke, absolut, ist klar. Aber auch die Gelenke brauchen Belastung. Nur ein Knorpel, der belastet wird, wird qualitativ über viele Jahre gut oder kann zum Teil sogar wieder aufgebaut werden nach einer Verletzung. Mhm. Und dann hat es natürlich viele anti-entzündliche Sachen. Also wenn ich regelmäßig Training betreibe, dann kann ich eventuell vielleicht nicht eine ganz optimale Ernährung, nicht ganz einen optimalen Alltag kompensieren, komme ein bisschen in ein anti-entzündliches Milieu, alter nicht so schnell und dementsprechend viele Vorteile. Da reden wir aber natürlich von Gesundheitssport. Wir sind jetzt im Wettkampfsport, da geht es immer ein schmaler Grat. Im Sport ist es halt immer so, es gibt so, wenn es noch im Gesundheitsbereich ist, dann wird es gesund. Und wenn es dann in Richtung geht, wo dann Leistung an erster Stelle steht, dann kann natürlich das schnell mal kippen und es ist sicher nicht so optimal. Aber ich würde immer sagen, viel, viel besser, als wenn man keinen Sport betreibt und im Vergleich zu vielen anderen Sportarten sicher eine der gesündesten Sportarten. Es kommt halt immer darauf an, letzten Endes, wie du das Ganze betreibst, weil wie du sagst, wenn du halt in einen Wettkampf gehst oder das Ganze stärker betreiben willst, dass du einfach mehr Kraft hinbringst bei den Übungen und du machst halt die Übungen nicht sauber, wirst immer schleißiger und achtest nicht drauf, ist natürlich die Verletzungsrisiko auch höher. Ja? Absolut. Und deswegen, es kommt halt immer darauf an, wie du das Ganze betreibst, ob du das vernünftig machst, beziehungsweise wie da natürlich der Trainingsplanung, deine Trainingszyklen sind. Ja? Und bei sowas ist es halt megamäßig cool, einfach ein Trainer bzw. ein Coach, weil selber, glaube ich, das kennst du am besten, oder Andi, dass man es gerne mal übertreibt. Absolut, das Problem. Das Ego ist einem da meistens im Weg. Aha. Und das Problem ist nicht einmal die einzelnen Einheiten, das Problem ist immer die Summation von diesen ganzen vielen schweren Einheiten. Mhm. Einmal schwer oder falsch heben oder so macht überhaupt nichts aus, aber wenn ich 3 Monate lang 3-mal in der Woche schwer Kreuz hebe, egal ob ich das technisch perfekt mache, dann ist das ein Problem. Also Programming ist da noch viel, viel wichtiger als Übungsausführung in meiner Auffassung nach. Genau, also das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und du bist ja jetzt schon sehr, sehr lang eben Physiotherapeut, also in diesem Gebiet, und du arbeitest ja auch viel mit eben Stabilisation, Muskelaufbau etc. für deine Klienten. Du selber, was ist so deine Geschichte eigentlich, weil ich weiß ja, also ich kenne dich jetzt schon persönlich sehr, sehr gut, ich weiß ja bei dir, dass du einen relativ starken Leidensweg gehabt hast und dass du jetzt trotzdem wieder sau stark geworden bist. Was hast du eigentlich so erlebt, so im Vorhinein an Verletzungen? Also eben Grundproblem war natürlich die Rückenverletzung. Die hatte aber ganz, ganz lange Geschichte. Ich war ja früher Kunstturner und habe dadurch eigentlich viele verschiedene Verletzungen gehabt und mit 16 schlussendlich Wirbelfrakturen. Und dann war eigentlich Krafttraining das Einzige, was mich gerettet hat, dass ich wieder prinzipiell irgendeinen Sport machen haben können. Mhm. Aus Kraftsport und Gesundheitssport wurde eben Wettkampfsport, genau wie eben vorher betont, wenn das ein gewisses Level überschritten hat und das Ego an erster Stelle steht und die Leistung und nicht mehr die Gesundheit, dann kommt halt irgendwann der Rückschlag. Das war dann 2016 bei mir der Fall, oder 15 eigentlich. 2016 haben dann schlussendlich die Bandscheibe operieren müssen, weil ich ständig Ausfälle gehabt habe. Inzwischen war der Oberschenkel auf der linken Seite schon 4 cm dünner als rechts, weil der Nerv nicht mehr durchgegangen ist und alles. Und dann habe ich angefangen, genauer damit zu beschäftigen. Sport an sich super, es gibt coole Übungen, aber eigentlich das Grundproblem ist Programming. Und Programming ist leider nicht nur im Trainingsraum, sondern das gilt der komplette Alltag zum Beachten. Und da muss man gleich schauen, wie viel Belastung hat man rundum, wie viel hat man Sitzzeit, wie viel hat man Gehzeit, wie viel Abwechslung hat man, wie viel muss man irgendwelche schweren Sachen heben, wie viel Schlaf hat man, wie Regeneration, wie schaut es mit der Ernährung aus. All das sind Faktoren, die ich gelernt habe, dass die sehr, sehr wichtig sind im Gesamtkontext auf eine Verletzung bezogen. Mhm. Genau, also wie du schon sagst, nur dass jetzt da die Zuschauer alle wissen, Programming bedeutet einfach, wie man Trainingsprogramme oder Alltagskonzepte abstimmt auf den jeweiligen Menschen. Sprich, welche Übungen, wann, ja, wie viel sollst du dich bewegen etc. Das Ganze spielt im Programming rein. Und das ist halt letzten Endes einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor, weil wenn der Mensch sich nicht bewegt, dann wird es zu Problemen führen. Genau. Du weißt, wenn der nur schwer trainiert, aber er würde, keine Ahnung, 1000 Schritte am Tag gehen, dann sind Probleme meistens vorprogrammiert. Ja. Und das ist das mit Programming, deswegen sehr, sehr cooler Punkt. Und
Aber grundsätzlich finde ich es sehr, sehr geil, weil wir zuerst geredet haben, grundsätzlich wäre ja Powerlifting ein sehr verletzungsarmer Sport. Also es ist eigentlich grundsätzlich wirklich sehr verletzungsarm, weil, okay, wir bewegen sehr, sehr starke Lasten, aber im Endeffekt sind die Bewegungen sehr kontrolliert. Weißt, das ist ja nichts, was außer Kontrolle ist, wie beim Fußball, wenn da irgendwer reinhüpft, weil da kannst du keine Kontrolle haben über das. Bei uns kannst du über eigentlich so ziemlich jede Bewegung alles Kontrolle haben. Und deswegen Kraftsport generell, würde ich sagen, ist ja für den Alltagsmenschen eigentlich der verletzungsarmste Sport, den es gibt. Aber wie du sagst, wettkampfmäßig ist das halt immer wieder eine andere Geschichte. Weil wenn du einer der Besten sein willst, wenn du einer wirklich sein willst, der was maximale Lasten bewegt, ja, was jetzt eh nicht für einen Alltagsmenschen zutreffen muss, dann muss man ab und an über seine Grenzen gehen oder seine Grenzen austesten, was natürlich zu kleinen Verletzungen führen kann. Ne? Genau. Bei dir selber, wie viel hebst du eigentlich, also wie viel beugst, hebst und drückst du aktuell? Was sind so deine Maximalwerte, die du jemals gehabt hast? Also im Moment ist es so, dass ich mich wieder sehr auf den Equipped-Sport konzentriere. Das heißt, es ist Ausrüstung, die quasi unterstützt. Mhm. Den Wettkampf jetzt morgen werde ich auch Equipped meine Startversuche quasi machen. Mhm. Da waren jetzt so die letzten Wettkämpfe 320 Squat, Bench war 260 bei der EM und Deadlift 302,5. Und im Raw-Bereich, das habe ich jetzt vor 2 Jahren gemacht, bis ich gemerkt habe, dass mein Körper auch wieder equipped kann, weil die Lasten doch höher sind, bei 261 Squat, Bench 195 und Deadlift war leider bis jetzt nur 277,5, wobei ich mir sicher bin, dass ich Raw auch wieder mehr kann. Da war früher mal bei 290. Okay, also im Endeffekt, wenn wir jetzt rein vom Raw ausgehen, wo es im Endeffekt dieser Wettkampfsport ist, wo man nicht, sage ich mal, diese Anzüge etc. nehmen darf, was wirklich das, wo auch ich morgen antreten werde, hast du 290 gehoben und 195 eigentlich gedrückt auf der Bank. Genau, das war im Wettkampf die Bestleistung. Wahnsinn. Ja, und hast du da schon viele erste Plätze bis jetzt oder Goldmedaillen? Bin ja seit 2006 im Wettkampfsport dabei, das heißt jetzt schon 16 Jahre. Da hat sich schon so einiges angesammelt. Ja. Habe ich unten in deinem Trainingsraum gesehen, du hast da glaube ich 20 Pokale stehen, oder? Ja, ja, also sicher 50 Wettkämpfe gemacht und ich denke 40 davon waren Top 1, 2, 3. Wahnsinn, oder? Ja, na perfekt, Alter. Dann freut mich auf jeden Fall. Wir werden das überall publishen, wo ich halt meine derartigen Kanäle habe. Und dann, Andi, freut mich, dass du mich heute auch da aufnimmst zu dir. Und morgen geht's auf einen geilen Wettkampf. Danke, freu mich. Alles Gute.